Okay, alle weg. Jetzt kommen die hier schon reingeschlichen. Was ist hier los? Das geht so aber nicht, meine Freunde. So schön. Macht sie doch fertig. Das sind mir einfach viel zu viele. Dankeschön. Guti, auch hier stehen noch ganz, ganz viele rum und wir müssen ja sowieso zu dem Flammenborn hier oben. Zelda ist schon mal weiter unten, das ist gut. Das war viel zu hoch, Impa, viel zu hoch. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Was machen die da? Die bekämpfen den Flammenborn? Die wollen ihn kaputt machen. Ist nicht. Na also, geht doch. Kommt schon. Fast ist es geschafft. Auf zu den verbliebenen Flammenborn. Ah, es sind noch viel zu viele Gegner. Ich kann das irgendwie nicht aktivieren. Blaue Moblins wurden gesichtet. Das ist übel. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie von den Monstern zerstört werden. So, könntet ihr jetzt mal wegbleiben, damit ich das Ding aktivieren kann? Achso, ist schon aktiviert. Haha. Gut. Dann ist hier zumindest erstmal Ruhe. Sind unsere Wachen unterwegs, passen auf alles auf. Von hier aus droht erstmal keine Gefahr mehr. Na los. Kommt doch, wenn ihr wollt. Impa ist supermächtig und stark. Wir schalten gleich um auf Zelda. Dass wir dann unten auch noch ein bisschen aufräumen können. Ich weiß ja nicht, wo diese Moblins mit mal erschienen sind. Dankeschön. Jede Menge Rubine für mich. Was folgt ihr mir denn? Geht weg. Na siehste. Hat euch überhaupt nichts gebracht. Okay, bei Urbosa ist alles ruhig. Hier ist kein Moblin. Gut, wenn hier keiner ist, wo sind die denn? Was wollt ihr alle von mir? Meine Güte, geht doch mal weg.
muss jetzt erstmal hier rein. Sind schon wieder alle am Kämpfen, das gefällt mir gar nicht. So, alles erledigen. Haben sie denn jetzt alle? Das wäre äußerst nett. Dankeschön, dann nehmen wir jetzt Zelda. Natürlich versuchen sie zu verhindern, dass wir an diese komischen Flammenborne rankommen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. So schön, Zelda. Gas, das hast du ganz gut gemacht. Jetzt können wir hier wenigstens nochmal ordentlich Schaden fahren. Manchmal ist es ganz praktisch mit dem Stasis-Modul, aber man sollte es nicht einzeln verwenden. Es hat dann keinen Sinn. Ja, tritt ruhig zu. Einer weniger. So ist gut. Gleich ist er weg. Perfekt. Untersuche den einfachen Flammenborn. Ja, geht gleich los. Lass mich bitte erst hier aufräumen. Link ist noch mit den anderen unten beschäftigt. So, danke sehr. Okay, erfolgreiche Aktivierung. Dann haben wir jetzt nur noch eine Sache vor uns. Da geht Zelda auch gleich hin. Gott sei Dank. Blaue Echsen. Perfekt. Die brauche ich sowieso. Endlich. Und ich glaube, die eine Aufgabe mit den blauen Echsen haben wir noch nicht erfüllt. So. Ach Gott, was wollt ihr denn? Geht mal bitte zurück in euren Stall. Da, wo ihr herkommt. Ich muss jetzt hier einmal hoch. Guti. So schön. Rauf da. Das sind leider keine Vorposten, die wir erobern können. Das heißt, wir werden hier auch keine Verteidigung haben. Glaube ich zumindest, dass das hier keiner ist. Der andere war einer. Geschafft. Wieder einer weniger. Aber Zelda ist einfach zu schwach. Er hält nichts aus an Treffern. Ich glaube, dafür ist das Level ganz gut. Dass wir zumindest ein bisschen mehr Verteidigung kriegen. Schön, dass es dir gut geht. Dem Rest der Mannschaft nicht ganz so. Geschafft. Du wirst mit jedem Tag stärker, Prinzessin. Das macht mich froh, aber auch traurig.
Warum traurig? Der einfache Flammenborn wurde erfolgreich aktiviert. Geschafft! Das sollte genügend Energie sein. Aktivieren wir den Wächter in der Festung. Dafür muss ich Zelda erstmal wieder hochbringen. So, ein paar der Gegner werden jetzt mal bitte verschwinden. Alle anderen sind schon wieder vorbeigelaufen. Auch Urbosa läuft vorbei. An den Gegnern, die vorne noch erschienen sind bei der Brücke. Weiß ich nicht, ob ich das gutheißen kann. Eigentlich eher nicht. So, könntet ihr jetzt bitte endgültig verschwinden? Das wäre äußerst nett. Ich will euch nicht mehr sehen, zumindest nicht hier unten. Dankeschön. Gut, zurück. An Ort und Stelle, wo wir uns nochmal irgendwie durchkämpfen müssen. Zelda muss jetzt erstmal den ganzen Weg wieder zurück. Und wird vielleicht noch das ein oder andere Level weiter mit aufbauen. Das wäre schön. Dann haben wir mit ihr weitaus weniger zu tun. Und vor allem müssen wir für sie kein Geld ausgeben, wenn wir irgendwann beim Trainingsplatz sind. Noch viel zu viele Gegner. Die machen wir anders kalt. Einfach hin. Und eins im Sinn. Ja, so ist das, wenn die gute Zelda mit ihrem Taschenrechner angreift. Unser kleines Mathe-Genie hier. Geh noch nicht kaputt, ne? Da kann ich auch machen, was ich will. Das dauert immer ewig hier. Sie ist einfach noch zu schwach. Ihre Waffe ist nicht stark genug. Da muss mehr Rums hinter. Aber gut, wir kommen voran. Darauf kommt's an. So schön, das wollte ich machen. Gut, ein Großteil ist wieder weg. Hier brauchen wir erstmal nicht weiter aufräumen. Die fünf nehmen wir noch mit. Das sind Bogenschützen, die müssen hier nicht sitzen. Und dann sind wir schon fast wieder dort, wo wir angefangen haben zu spielen. Wir müssen bloß noch um die Ecke rum. Die sind schon mal weg. Unglaublich. Das habt ihr ganz allein geschafft, Prinzessin. Einfach unglaublich. Ja, ganz allein hat sie 1000 Monster vernichtet. Vorher hat nicht Link gespielt. Nein. Der spielt überhaupt keine Rolle in diesem Spiel. Es geht nur um Zelda. Deswegen heißt es ja auch The Legend of Zelda und nicht The Legend of Link. So, dürfte jetzt auch wieder reichen. Mit den Gegnern, weiter geht's. Genug gespielt. Hauen wir nochmal alle auf einmal weg. Dankeschön. Dann haben wir bloß noch diese ganze Brigade hier.
Dann sind wir auch fast in der Akala-Festung. Was wir dort allerdings sollen, das verrät uns hier noch keiner. Wir wollten ja eigentlich nur irgendwas erforschen. Mit den Türmen. Aber wer weiß, vielleicht ist Rovello da. Und hilft uns noch ein wenig. Sitzt ihr denn da hinterm Baum? Da habt ihr doch gar nichts zu suchen. So, alle weg. Das reicht, oder? Hier ist noch ein ganzer Schwung. Jetzt sind sie weg. Danke. Wir schalten nicht um auf Link. Wir werden jetzt erstmal auf Zelda bleiben, diesen kleinen Weg hier selber laufen und dann natürlich auch noch die Gegner vor der Brücke wegmachen müssen. Ich weiß nicht, inwieweit wir in der Festung selber noch sehr viel zu tun haben. Es gibt noch zwei oder drei Vorposten, die erobert werden müssen. Moin. Da sind schon wieder ganz, ganz viele von den ollen Viechern hier. Mach sie alle weg. Okay, müsste nicht eigentlich der Wächter schon längst aktiviert worden sein? Dadurch, dass wir an ihm vorbeigelaufen sind? Wohl nicht. Ich muss wahrscheinlich direkt vor der Tür stehen und einmal klopfen. Damit uns der Wächter auch ja in den Nacken schießt. Vor allem, was meinte Astra, als er sagte, ihr müsst auch eure Rolle spielen? Ist das hier vielleicht nur... Tun die nur so, als wenn die uns angreifen? Sodass wir da unbedingt rein wollen, weil sie scheinen ja irgendwas zu beschützen, so nach dem Motto. Das kann durchaus sein. So, die Prinzessin hat schon mal einiges an Erfahrungspunkten gut gemacht, die wir auch definitiv nutzen können. Ich freue mich schon, wenn ich mit den anderen hier leveln darf. Denn dann werden wir hoffentlich alle irgendwie auf Level 30 kriegen, ohne dass ich andauernd Geld dafür ausgeben muss beim Trainingscamp. Zusätzlich kriegen wir natürlich für jeden Abschluss dieser Mission auch wieder Geld dazu. So, Dankeschön. Auf geht's! Hat lang genug gedauert. Bitte, bitte beweg dich! Ach, der da drin. Der Wächter in der Akala-Festung wurde aktiviert. Genau. Ah, der Wächter, lauft um euer Leben! Krieger, was soll das werden? Fragt Super. Also gut, der Moment ist gekommen. Auf in die Festung! Hier müssen wir uns natürlich noch genauestens umsehen. Nun müssen wir nur noch die Jägerbande vertreiben. Besiegen wir ihren Anführer. Dann muss ich mich wohl selbst um sie kümmern. Ach, nicht schon wieder Super. Stufe erhöht. Endlich. Ein Level-Up für Zelda. Gibt es zu viele von denen. Und irgendwie auch nicht. Aber sehr viele Rubine kriegen wir dazu. Wir sind jetzt schon wieder bei 7000. Das darf gerne so bleiben. Schwung von der Jägerbande, das sind zu wenige. Wo sind die alle? Das sollen Vorposten sein, Leute. Ach da. So schön, jetzt kriegen wir sie. Damit haben wir den ersten Vorposten in der Festung selber.
schauen uns natürlich noch überall um. Gegebenenfalls finden wir noch einen weiteren Krog. Aber zumindest schon mal zwei weitere Pyromagi. Upsala. Hätte der nicht den anderen Pyromagi abschießen können? Guck mal, den kriegen wir gar nicht so schnell weg, wie er eigentlich weg sollte. Ah, müssen wir noch einiges machen und vor allem bessere Waffen herkriegen. Komm, 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 Zelda. Ja, sehr gut. Schmetterangriff. Dem ist schon mal einer flöten gegangen. Fehlt nur noch einer. Ja, komm. Bomben. Marsch. So ist gut. Hau ihm die Verteidigung weg. Ja, Schmetterangriff, das war's. Perfekt. Jetzt hätte ich beinahe den Schmetterangriff verpasst, weil sie den nicht gedrückt hat. Mann, Mann, Mann. Ja, Gott sei Dank. Aber ganz ehrlich, ist es ja auch nicht mehr viel los, ne? Wir haben ja jetzt auch so ziemlich alles geschafft. Da vorne ist noch ein Krog, eine Kiste. Nehmen wir ebenfalls noch alles mit. Der vierte Krog. Und wieder zurück. Dann noch einmal rüber. Hier vorne rein. Das sieht auch noch sehr verdächtig aus. Aber hier sind hauptsächlich nur Kisten. Wahrscheinlich kriegen wir hier noch einiges an Rubinen mit dazu. Wie? Ich bekomme keinen Rum mehr, wenn wir nicht 1 Million Abonnenten haben. Helft einem durstigen Piraten!